Im Rahmen eines Medienprojektes haben wir uns mit einem Thema auseinandergesetzt, das im Laufe der amerikanischen Präsidentschaftswahlen wieder stark in den Fokus gerückt ist. Vor allem der jetzige amerikanische Präsident Donald Trump hat während des Wahlgeschehens immer wieder auf diese Mittel zurückgegriffen. Es handelt sich um Fake News bzw. Social Bots. Fake News sind Nachrichten, deren Wahrheitsgehalt und Glaubwürdigkeit stark in Frage zu stellen sind, da sie, wie viele von ihnen, auf frei erfundenen Fakten beruhen. Um diese Fake News unter das Volk zu bekommen, werden von vielen Autoren der Fake News, die meistens profitorientierte Internetseiteninhaber sind, jedoch auch von vielen Populisten Social Bots benutzt. Diese Bots sorgen dafür, dass Fake News oder auch andere Nachrichten schneller im Netz verbreitet werden. Social Bots kann man als computergesteuerte Profile ansehen, deren Aufgabe darin besteht, eine bestimmte Meinung zu polarisieren, um ein einseitiges Meinungsbild präsent zu machen. Um eine bessere Vorstellung von Fake News zu bekommen, haben wir Dr. D'Antonio aus der Uni Kassel aus dem Fachgebiet Politisches System zu diesem Thema befragt. Denken Sie, dass solche Politiker wie der Trump oder die AfD gezielt Social Bots einsetzen, um eine große Masse auf solche Nachrichten aufmerksam zu machen? Also bei Donald Trump weiß man es ja, er hat es getan, er hat es in seinem Wahlkampf angewandt. Die AfD bestreitet offiziell, dies zu tun. Also das ist die Information, die man hat. Ob sie es natürlich im Hintergrund dennoch nutzt, die Technologie, das lässt sich natürlich nicht mit Gewissheit sagen. Warum gelingt es gerade populistischen Politikern durch Fake News und Social Bots die politische Meinung großer Massen zu beeinflussen? Na, also es ist natürlich so, dass neue populistische Bewegungen die Möglichkeiten des Angriffs auf ein System, auf ein etabliertes System, wie es eben auch die AfD beispielsweise tut, durch Provokation leichter fällt als Parteien, die schon lange etabliert sind und die in diesem System, die Teil dieses Systems sind, wie eben SPD, CDU, Grüne und so weiter. Und insofern ist natürlich die Provokation, die man durch so eine Technik erreichen kann, natürlich eher ein Instrument, das man sozusagen als neuer Akteur, der ins System erstmal rein will, nutzen kann. Welche Gefahren sehen Sie in dieser Art des Wahlkampfes? Ja, Gefahren ist immer schwierig zu sagen. Also, ja, wie könnte man. Also es ist natürlich sozusagen, Manipulation ist eigentlich schon immer Teil von Wahlkämpfen gewesen, bis zu einem gewissen Grade. Da können Sie bis in die Weimarer Republik natürlich zurückgehen. Auch da wurde mit in Anführungsstrichen Fake News gearbeitet. Die hießen damals natürlich noch nicht so, falsche Tatsachen, Behauptungen und ähnliches. Das hat natürlich sozusagen Risiken für die Glaubwürdigkeit eines politischen Systems, der politischen Parteien und der Demokratie im Allgemeinen, wenn man sieht, welch geringes Vertrauen Parteien genießen, dann sieht man eben auch, dass natürlich Wahlkämpfe oder das Brechen von Wahlversprechen negative Folgen für die Demokratie und für die etablierten Parteien auch hatte in den vergangenen Jahrzehnten. Sind Social Bots berechtigte Mittel, die im Wahlkampf benutzt werden sollten? Das lässt sich immer schwer sagen. Es ist natürlich eine normative Frage, ob man jetzt davon ausgeht, dass es sie sind, nicht illegal. Also Fake News versucht man ja gerade auf gesetzlichem Wege illegal zu stempeln, also zu verbieten oder eben in AGBs von Netzwerken wie Facebook als nicht mit den AGBs vereinbar durchzusetzen. Aber faktisch ist es dann doch eben so, dass diese Mittel im Grunde genommen noch im Legalen sich bewegen. Ob man es dann sozusagen auf einer normativen Ebene verwerflich findet, dass sie das machen, das ist dann wiederum eine andere Frage, kommt eben wahrscheinlich darauf an, welcher Partei ich auch nahestehe, ob ich das richtig finde oder nicht. Donald Trump gibt also offen zu, Social Bots für seine Vorteile genutzt zu haben. Die AfD meint, keine Fake News zu verbreiten bzw. Social Bots zu nutzen. Was offensichtlich ist, aber welche Dimensionen mit Fake News erreicht werden können. Eine Schießerei in einer Pizzeria in Washington aufgrund eines angeblichen pädophilen Rings um Hillary Clinton oder eine Demonstration aufgrund einer angeblichen Vergewaltigung einer 13-jährigen Deutschrussin und unzählige weitere Beispiele. Möglicherweise ist die Behauptung, keine Fake News zu benutzen, selbst ein Fake.